meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Diesmal beginne ich mal wieder alleine das Video, denn die Mama ist aktuell im Schlafzimmer. Ihr geht es heute wirklich nicht gut. Ich habe bis jetzt die Kinder schon überall verteilt, also die Michelle habe ich schon zur Schule gebracht und die Lara und die Luisa im Kindergarten gebracht. Und ich habe mir gedacht, ich beginne dann das Video, ohne dass die Mama dabei ist. Und ich werde dann euch mal zeigen, was ich halt in der Früh zu tun habe. Ich werde jetzt mit den Hunden eine Runde Gassi gehen. Geh mal Gassi. Sport in der Früh. Was ist gesünder als das? Um 8 Uhr in der Früh mit den Hunden eine Runde laufen. So, ich brauche eine kurze Pause. Zum Glück müssen die Hunde auch noch was machen. Und in der Zwischenzeit kann ich mich kurz erholen. Ein bisschen Luft schnappen. Meine Kondition ist am Arsch. Aber das tut gut. Ja. So, meine Lieben, wir sind mal wieder zu Hause nach einer Runde Gassi. Oder besser gesagt nach einer Runde Jogging. Und jetzt werde ich kurz zu den Hühnern rausgehen, denn die Hühner brauchen auch frisches Wasser. Denn im Winter ist es auch so, ich habe zwar einen Wasserspender, aber im Winter friert es ein. Und muss ich jeden Tag dann, also ich werde es im Winter nicht mehr voll lassen, sondern ich werde jeden Tag Wasser nachfüllen. Und somit haben die frisches Wasser. Und natürlich, ich schaue auch gleich nach, ob das die Hühner Eier gemacht haben. Wie schaut es bei euch aus? So, Eier haben die noch nicht gelegt. Vielleicht am Nachmittag, wenn die Lust haben, wenn nicht. Ja, heute gibt es keine Eier auf der Speisekarte. Also, ich bin jetzt beim Lara und Luisa im Zimmer. Ich werde jetzt das Zimmer ein bisschen schöner machen. Also, ich mache immer so, bevor ich mit den Hunden eine Runde Gassi gehe, mache ich alle Fenster auf, um das Haus zu lüften. Und dann, wenn ich zurückkomme, mache ich wieder alle Fenster zu und dann mache ich die Betten. Jetzt gehen wir kurz zu Mama, um zu schauen, wie es ihr geht. Wie gesagt, aber heute in der Früh ging es hier nicht gut. Du bist mit dem Ersatzmann hier. Hey, du hast meinen Platz genommen. Hallo. Gleiche Farbe. Er schläft gerne wie ich. Du gereinigt. Wie geht's dir, Mama? Ich habe eine Fehlermeldung bekommen wegen der Folie. Die Folie, irgendwas stimmt nicht. Und ich soll das und das und das machen. Dabei habe ich diese Schritte alle gemacht. Und? Jetzt fragt er dort nach, ich muss warten. Kannst du mir ein Kaffeechen machen? Please. Bitte was? Ein Kaffeechen machen. Okay. Pief. Machst du auch warme Leche? Diese Firma auch rein. Pief. Ich kann heute am obligatorischen Familienwäschefalten-Marathon nicht teilnehmen. Wer hat gesagt, wir machen heute Marathon? Ich. Sage, dass ihr macht. Bitte, Mama, mach den Tag kaputt. Sophie, was ist jetzt, Len? Was ist mit dir? Oder mit dir? Willst du mir was sagen? Machst du mir was sagen? Was ist mit euch? Oder mit dir?
Wäschelein, Wäschelein, loi, 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 loi. Danke, Baby. Mmm, il cappuccino. Was ist mit dir? Sophie verfolgt mich überall. Ich habe Angst vor dir. Willst du mir was sagen? Magst du mir was sagen? Was wollt ihr denn von mir? Okay. Was ist mit euch zwei? Ach so, Leckerei wollt ihr dann wieder? Na dann holen wir es raus. Wollt ihr vielleicht das? Mein Ohr ist irgendwie so. Muss die bügeln. Mein Ohr zu einem Elfenohr? Ja, sehr. Wie ein Elfenohr, ja. Ich arbeite in der Werkstatt von Weihnachtsmann. Also meine Lieben, wir sind mal wieder in meinem Büro, also mein Reich El Cucina. Ja. Und ich werde jetzt etwas für die Ratons vorbereiten, also fürs Mittagessen, bevor die Kinder von Schule und Kindergarten nach Hause kommen. Reisauflauf mit Hühnerfleisch. Also ich habe in einen Topf ein bisschen Hühnerfleisch reingetan. Nur reingetan. Ja, und ich koche sie gerade. Ja, du gehörst nicht zu deinem Rezept. Dann brauche ich noch zwei Karotten, Zwiebeln, Reis und ein wenig Geduld. Hey, weißt du, was ich vergessen habe? Petersilien. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir haben. Na sieh. Haben wir gefunden. Die Ratons haben schon gegessen und jetzt sind noch ein bisschen am iPad. Das Essen, das ich gekocht habe, schaut so aus. Mega lecker. Ich zeige euch den Teller von der Luisa. Ist alles weggeputzt. Und das ist für Mama. Hey meine Lieben, ich melde mich auch mal. Ich kann leider die Maske nicht runtergeben. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir haben zu Hause noch die Webseite fertiggestellt und sind jetzt fertig. Ich zeige euch zu Hause dann später dann die, den Mambos-Planer. Auf jeden Fall mussten wir jetzt noch mal kurz los, weil Michelle und Lara Sachen brauchen. Ich habe zwar was bei H&M bestellt, aber die Lieferung hat sich jetzt mega nach hinten verzögert. Die haben irgendwelche Probleme und die zwei brauchen aber dringend irgendwelche Wintersachen. Jetzt sind wir halt im G3, schauen kurz zum Primark. Hier ist Michelle. Der Papa hat sie da hinten schon vielleicht gesehen. Auf jeden Fall haben wir unsere Kamera zu Hause vergessen und ich vlogge hier mit dem Handy kurz. Ja. Wir können eigentlich schon gehen. Gemma? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, musst du die Lautstärke ganz laut machen, weil ich weiß nicht, wie man über die Maske und ja. Schwierig. Na gut. Wir gehen auf jeden Fall mal jetzt kurz zum Primark, schauen, ob wir da was finden. Wenn nicht, dann zum H&M. Und die Bestellung vom H&M muss ich dann leider stornieren, weil. Ich kann da leider nicht so lange drauf warten. Die Michelle braucht unbedingt Jogginghosen. Achso? Also die nimmst du. Magst du noch einen nehmen? Schau mal, was es noch gibt. Hier gibt es noch so coole Jogginghosen. Die schaut auch cool aus. Das schaut wie ein. Das schaut wie ein Nachttopf. Hey, ich gehe fischen. Die Michelle wollte eine neue Mütze. Das nicht. Noch ein. Tja, dann wenn du das in der Schule drehst, dann bist du der neue Trendsetter. Zeig mal. Schaut dir cool aus, oder? Das ist unangenehm. Was ist das, ein Mützetag oder was? Hey. Ich glaube, die Luisa passt. Aber das ist eine echt schöne Mütze. Na, wollt ihr was sagen oder irgendwas? Ja, sind wir beim H&M? Wir gehen zum H&M. Wegen coolen Pyjamas.
waren jetzt kurz zu Hause, haben den Patrick abgeholt und sind nochmal zum McDonald's gefahren. Das haben wir uns verdient nach dem ganzen Stress, die Tage. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das war jetzt, der Papa ist gesagt. Diese Ausrede findet die Mama immer mit McDonald's. Und wir haben dann gerade den Mega-Stress, weil da steht McDrive schließt um 19 Uhr. Und es ist aber der bestellt seit einer Stunde dort. Was bestellt er die ganze Speisekarte? Und in 4 Minuten ist 19 Uhr, wenn die Uhr richtig geht. Glaubst du, nehmen die uns alle noch dran oder sperren die wirklich um 19 Uhr? Ja, dann muss ich das Licht ausmachen. Bin ich mal gespannt. McDrive, um die gesetzliche Corona-Verordnung einzuhalten. Wie lange braucht er das? Gibt's ja gar nicht. Ist das der Hunger, der aus dir spricht? Oder? Nein, aber das ist nicht. Was macht er? Ja, aber wenn wir jetzt noch uns reinhuschen. Ja, leider ist aus McDonald's nichts geworden. Ich durfte nichts mehr bestellen, auch nicht drinnen, weil um 19 Uhr schließt dann alles und jetzt sind wir kurz, jetzt holen wir uns einen Kebab. Schauen wir mal, ob da das geht, dass wir da was bestellen. Wir haben es geschafft, wir haben uns einen Kebab geholt und ja, essen jetzt im Auto. Wie ihr seht, sind wir wieder zu Hause. Ja, mein Schatzi. Und wir zeigen euch, oder ich zeige euch schnell, was wir gekauft haben zum Anziehen. Also. Lara, tust du das anziehen? Ja. Also wir haben für die Lara so Leggings gebraucht, die so ein bisschen gefüttert sind. Also meine Kinder ziehen hauptsächlich nur Leggings an, vor allem die Kleinen, die in den Kindergarten gehen. Das soll halt immer bequem sein und Jeans hassen sie. Und deswegen habe ich vom H&M diese doppelten Leggings. Die sind so kuschelig und nicht so dünn wie so Sommerleggings. Dann hat sich die Michelle vom H&M eine Mütze geholt. Hey, seid so laut! Dann wollten die Kinder noch sowas. Bitte schön. Also das gehört der Michelle. Michelle hat sich das so... Das war das für die Schule. Was ist das? Was hier, oder? Maus. Zum Korrigieren. Maus zum Korrigieren. Ja. Das heißt... Maus. Mama. Was? Ich werde Digga. Das gehört der Lara. Die Lara hat sich neue Handschuhe mitgenommen. Für den Kindergarten. Dann habe ich mir diese Schleife mitgenommen. Für 3 Euro. Für ein... Foto, das ich machen will. Schau mal, aber das kann man ankleben. Auf den Bauch? Ja, das sind ja so. Auf deinem Bauch? Das ist doppelseitige Klebefolie, oder? Nein. Das ist nur so, damit der hart bleibt. Achso, okay. Dann hat sich die Michelle beim Primark so ein paar Jogginghosen mitgenommen für zu Hause. Einmal die. Ja. Be your best self. Ich kann das auch machen. Geh, ruf mal die Michelle. Die muss ich was sagen. Michelle! Dann hat sie sich noch so. Jeder! Noch seinen Sweater mitgenommen, da steht Positive Energy. Dann hat sich noch diesen mitgenommen, da steht Just be positive. Alles positiv. Und dann noch diese Jogginghose. Wie heißt das, Michelle? Wie heißt der Wort? T-Pex. Habe ich dir gesagt, Maus. Korrektur. Maus. Man sagt T-Pex, Maus. Dann habe ich für die Luisa Socken gekauft. Schau mal, Luisa. Wow, mit mehr Jungfrau, Mann. Nur mehr. Und für die Lara. Wer? Also für die Lara, diese. Stube. Schön, oder? Nee, blaue. Und nochmal diese für die Lara. Ja, meine Lieben, und ich wollte auch euch hier auf YouTube natürlich, ich habe das jetzt vorhin schon auf Instagram gepostet, der Mama, also der Mamboss-Planer ist online. Ich werde euch den Link zum Online-Shop bzw. direkt zum Mambos Planner 2021 unten in die Infobox setzen. Ich habe auch einen 5 Euro Gutschein für euch, das ist ein Vorverkaufsgutschein, der gilt nur so lange bis zum 22. Gell? Ja. Bis zum 22. Das heißt, solange das Produkt noch nicht im Haus bei mir ist, ist es ein Vorverkauf und die Produkte werden von uns spätestens am 23. versendet. Wenn alles so klappt, wie es läuft, weil es natürlich jetzt durch Corona hat die Post mega viel zu tun und ja, ich hoffe, dass alles natürlich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber die Druckerei hat mir eigentlich versichert, das sollte sich ausgehen. Auf jeden Fall, ja, Mambos Planner, ich werde hier nochmal ein Bild einblenden, wie das Cover ausschaut. Wir haben natürlich unsere Linie beibehalten, weil, ich kann euch einmal zeigen, 2019 war rosa, 2020 war natürlich auch rosa und wir wollten zuerst eine andere Farbe,
Haben wir uns aber letztendlich doch umentschieden, weil ja, es ist einfach so girly-mäßig schöner. Auch mit goldener Folie und innen drinnen auch ganz hübsch designt, wie ihr sehen könnt. So schaut eine Monatsübersicht aus. Also ich habe hier wieder viel Platz, auch für Social Media, gerade für Mamas, die auch so ein bisschen Instagram machen oder vielleicht YouTube machen, ideal. Und viel Platz für den Monat einzuteilen. Und dann ist es ein Tagesplaner. Das heißt, jeder Tag hat eine Seite vom Jänner bis zum Dezember. Und da könnt ihr den Tag richtig gut durchstrukturieren mit einem Tagesplan, mit To-Do-Listen, also mit so einer kleinen To-Do-Liste, mit einem Essensplan und auch so ein paar Dankbarkeitsfelder, wo man sich so ein bisschen, ja, wie man das kennt, so, dass man sich auch ein bisschen auf das fokussiert, was man schon hat, und das gehört irgendwie dazu, um einfach nicht nur an die Arbeit zu denken, sondern auch mal wirklich fokussiert an sich selbst zu denken. Ja, schaut es euch an, schaut euch gerne im Onlineshop vorbei. Den Planer gibt es entweder nur so oder im Set mit einem Kugelschreiber, mit einem Diamantenkugelschreiber. Wir haben Pink in Roségold, also mit pinkem Glitzer. Dann haben wir Gold mit goldenem Glitzer und Silber mit silbernem Glitzer. Mit einem Diamantenkopf natürlich, passend zur Familie Diamanta. Und ja, wie gesagt, 5 Euro könnt ihr sparen mit Vorverkauf 5. Aber lest nochmal alles in der Infobox, da stehen nochmal alle Details. Und die Links zu der Webseite von uns ist auch verlinkt. Und ja, wünsche ich natürlich ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich hoffe, dass ihr zuschlagt, und ja, das ist natürlich wieder mal nur begrenzte Stückzahl. Also wahrscheinlich, weil es weg ist, ist weg. Und ja, aber wir schauen mal. Auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und ich werde jetzt noch mit Papa ein schönes Instagram-Foto machen, weil ich bin in der 37. Schwangerschaftswoche. Und mein Instagram-Bild, das kann ich euch kurz einblenden, mein Profilbild, das ist in der 27. Woche entstanden, und das wollte ich heute quasi 10 Wochen später nochmal nachstellen, bevor der Bauch vielleicht weg ist. Man weiß ja nie, wann es losgeht. Und danach müssen wir... Achso, unsere Familiensport. Ja, unser Familiensport. Wäsche. Yay. Wäsche. Der Papa muss Videos schneiden, deswegen hat er sich jetzt eine Ausrede gesucht. Also wir werden jetzt schnell noch das Foto machen und dann Wäsche. Dann nehme ich euch natürlich mit. Wäsche. Papa freut sich, oder? So schaut Euphorie aus. Wäsche. Die Michelle hat gesagt, sie wünscht sich zu Weihnachten, dass sie nie wieder Wäsche faltet. Und sonst nichts? Na. Fertig mit Wäsche und fertig mit den Nerven. Wir sind einfach hundemüde. Und der Papa hat sich jetzt mit den Mädels hier ins Badezimmer verkrochen, um so Zähne zu putzen. Ich habe mich im Kimono angezogen. Heute nicht. Ich habe keine Lust. Hat sie keine Lust auf Zähne putzen? Ich komm her, sonst hol deine Zähne raus. Und putzt du sie dann extra und gibst sie dann wieder zurück, oder wie? Ja, mit Drahtbürste. Oder Klobürste. Na gut, mein Lieben, wir verabschieden uns jetzt vom Vlog und wir sehen uns dann morgen. Morgen wieder natürlich.